Herzlich willkommen bei den Videocasts der Rachwall IT Solutions. Sie befinden sich in Outlook 2007 Tipps. Am Mikrofon Kerstin Rachwall. Heute möchte ich zeigen, wie Sie ein RSS-Feed in Outlook 2007 integrieren können. Wer noch nicht weiß, was ein RSS-Feed ist, übersetzt heißt die Abkürzung Real Simple Syndication. Und im Deutschen würde man das übersetzen ungefähr mit äußerst einfache Veröffentlichung. Solche RSS-Feeds werden von Webseiten angeboten, Blogs bzw. so Nachrichten-Websites, die regelmäßig neue Einträge erstellen. Gut, wir gehen als erstes in den Navigationsbereich von Outlook 2007. Und Sie sehen hier in meiner Ordnerstruktur, es ist meine Originalordnerstruktur, also sieht sie vielleicht ein bisschen anders aus wie Ihre, aber Sie werden unter dem Posteingang irgendwo da unten ein Symbol finden, das RSS-Feed heißt. Ich wähle diesen Ordner an und Sie erhalten als erstes ein Eingangsbildschirm, wo Ihnen erklärt wird, was sind RSS-Feeds und auch wo können Sie und wie können Sie interessante Feeds abonnieren. Oder? Sie bleiben jetzt einfach online an meinem Video und schauen sich an, wie ich mir ein RSS-Feed hier reinhole. Gut, dafür möchte ich Ihnen eine Seite zeigen, die ein RSS-Feed anbietet. Ich hole das Fenster hier jetzt rein in den Bildschirmausschnitt und Sie sehen, hier ist ein Blog von Hans-Peter Zimmermann, dessen Buch habe ich gelesen, Großerfolg für Kleinbetriebe, und ich finde das sehr interessant und humoristisch geschrieben und möchte jetzt gerne seine Tipps haben, also seinen Blog-Einträge abonnieren, die er regelmäßig veröffentlicht. Sie sehen hier unten im Internet Explorer, bei anderen Browsern finden Sie das woanders, dieses Symbol für den RSS-Feed. Ich schiebe noch mal ganz kurz beiseite. Hier identisch zu dem RSS-Feed-Symbol bei Outlook 2007. Sie gehen auf das Symbol drauf. Sie sehen, dort ist ein kleiner schwarzer Pfeil. Den wählen Sie an. Und jetzt gehen Sie, upsala, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht, auf das RSS-Feed für Hypnose-Erfolgsblog-Anzeigen. Jetzt haben Sie hier oben die Adresse für diesen Feed. Natürlich können Sie sich so ein Feed jetzt auch in den Internet Explorer reinziehen. Dann haben Sie den RSS-Feed, wenn Sie auf Ihre Webbrowser gehen, aufgeführt. Oder Sie können auch einen Internetdienst im Internet abonnieren, wo Sie dann alle RSS-Feeds sammeln können. Ich möchte das aber, wie gesagt, gerne in Outlook 2007 machen, weil ich am liebsten damit arbeite. Sie gehen auf die STRG-Taste, halten diese gedrückt, drücken C für Copy. Ich ziehe die Seite wieder raus. Und jetzt gehen wir auf das Ordnersymbol. Sie wählen die rechte Maustaste und sagen neuen RSS-Feed hinzufügen. Ich füge diesen Feed jetzt mit STRGV hinein und Sie sehen, die Adresse, die ich vorher kopiert hatte aus der Internetseite, ist jetzt hier drin enthalten. Ich sage jetzt hinzufügen. Ich kann auch erweiterte Einstellungen vornehmen, wie ich diesen Feed-Namen jetzt benennen möchte, in welchem Ordner das ist, ob er die automatische Sachen alle runterladen sollen, und ich lasse die Einstellung alle so, wie sie sind. Sage ja. Und Sie sehen, hier ist ein Ordner unter RSS-Feeds hinzugekommen, der jetzt Hypnose. Ich ziehe das ein bisschen weiter auf, damit Sie es erkennen können. Hypnose Erfolgsblog heißt. Sie sehen, dass da insgesamt 20 Einträge vorhanden sind und Sie können jetzt so die Einträge nacheinander lesen. Wie ich finde, eine sehr schöne Funktion, sehr übersichtlich gestaltet, und Sie können auch mit der rechten Maustaste wieder hingehen und jederzeit diesen RSS-Feed, indem Sie diesen Ordner löschen, herausnehmen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Raussuchen von interessanten Blogs für Sie. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Rachfall von der Rachfall IT Solution aus Hallenberg im schönen Sauerland.